Ein in Russland heiß diskutiertes Thema, das seinen Weg noch gar nicht nach Mitteleuropa gefunden hat, sind Schattenseiten der Adoption russischer Kinder in die USA. In den letzten 20 Jahren gab es etwa 60.000 Adoptionen russischer Waisen mit viel Hoffnung auf ein besseres Leben in den Vereinigten Staaten. In den letzten Jahren gab es jedoch zahlreiche Skandale, weil dortige Adoptiveltern ihre Pflegekinder vernachlässigten oder gar missbrauchten. Inzwischen wurden an die 20 Todesfälle russischstammiger Kinder in den USA infolge solcher Misshandlungen bekannt. Ein Beispiel von vielen ist der 10-jährige Artyom. Zuerst von seiner russischen Mutter, wurde er anschließend auch noch von seiner US-Adoptivmutter einfach verlassen. Seit seiner Rückkehr aus Amerika kapselt er sich von der Außenwelt ab und spricht kein Wort über seinen dortigen Aufenthalt. Er lebt nun in einem SOS-Kinderdorf bei Moskau. Hier hat jede Gruppe eine eigene Pflegemutter und nur diese ist Artyoms erste Familie, die er als solche erlebt hat. Da die USA in Russland auch heute noch nicht zu den beliebtesten Nationen gehört, kocht die Volksseele. Auch im Kreml sind extreme Missbrauchsfälle bekannt. Eine Familie hatte 6 Mädchen aus Russland adoptiert und genutzt, um Pornos zu drehen. Nun wurde sie verurteilt. Eine andere hat speziell behinderte Kinder adoptiert, um sie zu misshandeln. Sie wurden gefesselt in ein Schwimmbecken geworfen, bekamen einen Schlauch in den Mund und das Wasser wurde aufgedreht. Viele Fälle werden uns gar nicht bekannt. Aufgrund der bekannt gewordenen Fälle fordert Russland nun eine eigene Stelle bei der US-Regierung, die aus dem Ausland adoptierte Kinder im Auge behält.